So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir werden auch direkt hier reingehen. Ich habe nur eine ganz, 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 ganz kleine Bitte an euch. Wenn ihr euch jetzt bald den Battle Pass holt, denkt bitte dran, dass ihr den Creator Code eingetragen habt. Am besten natürlich mein YT-FamilyHack. Aber guckt, dass ihr überhaupt irgendeinen drin stehen habt. Nicht, dass ihr es vergesst. Am besten tragt ihn direkt heute ein. Dann ist er für den Battle Pass definitiv drin. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch direkt den neuen Skin an. Das ist nämlich der hier. Sag ich ganz ehrlich, wir haben jetzt noch 2 Tage hier die Season. Den hätten sie vor 1, 2 Wochen rausbringen sollen, weil ich glaube, die meisten sind jetzt eher gehypt auf Aliens etc. pp. Als jetzt noch hier diese Urzeit, Menschen etc. Aber an sich, Skin auf jeden Fall nicht schlecht. Auch der Preis geht komplett in Ordnung für 1200 V-Bucks. Kann man eigentlich nicht meckern. Ist halt wieder ein bisschen was anderes, klar, auf Uhrzeit getrimmt, aber dazu kriegen wir noch ein dickes, wirklich dickes Rückenaccessoire. Das sieht echt nicht schlecht aus. Dazu kriegen wir noch den Ladebildschirm. Mit der links den Skin auch schon. Den rechts haben wir ja klar. Das Battle Pass Skin vorne der. Aber hinten links den haben wir den schon. Bin gerade echt überlegen, ob wir den Skin schon kennen. Aber wie gesagt, 1200 V-Bucks, die 3 Sachen gibt es dazu, kann man wirklich nicht meckern. So, dann noch die Pickaxe für 500 V-Bucks. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Dann der gute Aktienkurs ist wieder zurück. Ich sag nur traden. Kann man Skins jetzt traden? Nein. Ich sag ja, das war ohne Geschichte. Dann haben wir Kristall wieder zurück, auch für 800 V-Bucks. Dann pronto auch wieder zurück für 1-2 mit dem passenden Rückenaccessoire. Und natürlich der passende Gleiter dazu, Petrodactylus. Und zum Glück bin ich kein Dinosaurierforscher. Dann kräftiger Biss. Und dann war es das hiermit schon wieder. Dann Fate ist wieder zurück. Auch einer mit der schönsten Skins, finde ich, in Fortnite. Aber natürlich 2000 V-Bucks ist eine kleine Hausnummer, würde ich behaupten. Dann in der oben Skin mit passendem Umhang. Ist natürlich für die heutige Zeit nichts Besonderes mehr in meinen Augen. Und dann haben wir Schicksalsraben. Die Orakelhacke. Dann der Spaltflügel. Oh Gott, ganz seltsamer Kleider irgendwie, aber gefühlt. Dann haben wir schon Fate gehabt. Dann die täglichen Sachen sind die Überlebenskünstlerin für 1-2. Dann der Feuerläufer, das ist auch ein schöner Skin. Dann lieber den für 1200 V-Bucks. Ist nice. Dann Holoscan. Früher mit einer der beliebtesten Lackierungen. Dann Zusammenreißer. Ja, ganz spektakuläres Emote. Kappa. Und dann Nachtleben. Ich glaube, das ist die neue Tarnung, oder? Ja. Nachtleben ist nämlich komplett neu im Spiel. Und dann Shaolin Sit-Up. Und das dürfte es. Ja, das dürfte schon wieder gewesen sein für heute. Aber Schattenschlagpaket ist jetzt ebenfalls wieder zurück für 2800 V-Bucks. Man bekommt halt 3 Skins. 2 Pickaxe. Also meckern kann man da definitiv nicht. Plus noch die Backblings. Ach ne, gar nicht. Man bekommt 3 Skins und die 3 Backblings. Nicht, dass ich hier was Falsches sage in dem Paket. Weil die Pickaxe ist nämlich nicht da drin enthalten. Dachte ich aber jetzt eigentlich. Dann ist natürlich Deathstroke Zero Paket noch da. Harley Quinn Paket. Flash Paket. Dann Black Manta hier oben rechts. Dann Catwoman. Batman. Beast Boy Paket. Batman Zero Paket. Catwoman Zero Paket. Dann Batman der maskierte Rächer Paket und unser Begleiter letzter Lacher Paket. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Montag und haut rein.